Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ich bin aus dem Urlaub wieder da. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit dem SCB Verse Report. Und steht so, was das Hot Topic angeht, würde ich sagen, steht das ganze, der ganze Fokus auf Updates zu Star Marine und zum Patch 2.6. Ja, worauf warten wir denn sehnlicher, um da ein bisschen mehr zu erfahren? Deshalb fassen wir euch die Infos zusammen, die wir aus der letzten Woche bekommen haben. Ja, und womit ging es da los? Also eigentlich tägliche Tests von Star Marine stehen aktuell an. Das ist gerade absolut im Fokus. Es geht darum, dass ein Kernteam schon jetzt in der Qualitätssicherung arbeitet, Star Marine durchtestet, nahezu täglich. Und die Spielmodi sowie die Karten schon mal überarbeitet und anpasst. Ja, das Lobby-System ist ein großer Teil davon, denn das wird komplett überarbeitet. Es wird auch ein komplett neues User-Interface dafür geben. Das heißt, da könnt ihr auch nochmal wirklich komplett neu an die Modi ran. Es wird neue Missionen geben und außerdem sind auch noch andere Inhalte mit drin im Patch 2.6, nämlich eine Erweiterung von Grimhex zum Beispiel. Die wird ausgebaut und darüber hinaus kommen zwei Schiffe bestätigt auf jeden Fall rein. Das ist einmal der Drake Herald. Da natürlich, ich denke mal, die Spielmechaniken wie E-War sind natürlich jetzt noch nicht mit drin, aber das Schiff kommt rein und auch die Vanguard Hoplite, die ist auf jeden Fall für Marines und für FPS-Shooter auch sehr interessant, weil sie ein kleines Dropship ist. Zusammengefasst könnte man also in diesem Hot Topic sagen, der 2.6er wird insbesondere für FPS-Spieler ganz spannend, sowohl im Persistent Universe als auch im Star Marine, ne? Absolut. Und ja. Es gibt auch ein neues neues Helm-Interface. Das wird dann als Helmet 2.0 bezeichnet. Das bezieht sich jetzt ja nicht nur auf FPS-Shooter, sondern vor allem auch aufs Fliegen. Darauf warten wir ja schon. Mhm. Und das ist auch so, dass man das analog setzen kann zu dem neuen Item-System 2.0. Das bedeutet dann, dass man auch im Helm seinen Interface selber gestalten kann. Das heißt, dass man genau gucken kann, wo soll was hier stehen, wo möchte ich was angezeigt haben. Das wird die Zukunft dann der Helm-Interfaces. Ja, und außerdem soll die Netzwerkstruktur verbessert werden und das gehört alles schon mit in den nächsten Teil und damit kommen wir auch direkt zu den Weekly Updates und Around the Verse, denn da war tatsächlich Netzwerkstruktur und die Optimierung da ein Thema von. Hm? Und zwar geht es darum, dass die Kommunikation der Systeme entscheidend verbessert werden sollen, dass halt auch gerade die Server im Laufe des Spiels dann gar nicht so ausgelastet sind, damit der Spielfluss dann flüssiger bleibt. Zum jetzigen Zeitpunkt und der jetzigen Version, die geplant ist reinzubringen, ist es noch nicht so, dass man das jetzt sofort als Spieler merken wird, aber es wird angelegt und es geht darum, dass halt gar nicht erst die Server so langsam werden. Mhm. Und außerdem soll ein sehr, sehr nahtloser Übergang in diese Simulationsmodi Star Marine und Arena Commander geschaffen werden, sodass ihr quasi schon euch zusammenfinden könnt in einem komplett neu gestalteten Lobby- oder Gruppensystem und während ihr sozusagen dann euch unterhaltet, welchen Spielmodi ihr macht, wird der Backend-Server schon vorbereiten, dass ihr dann nur noch auf den Match-Me-Button drücken müsst und dann werdet ihr alle direkt reinkatapultiert. Dazu sagen sie auch gleich dazu, dass es weiterhin dabei bleiben wird, dass wir ein Lobby- und Gruppensystem haben, wie jetzt aktuell in Arena Commander auch, das heißt im Vergleich eben zu anderen Spielen wie zum Beispiel Call of Duty oder ähnlichen, wo es halt so ein Massenplayer-Spiel ist, das wird es nicht werden. Ja, das macht auch einfach gar keinen Sinn, ja, gerade die Simulationen, die wir jetzt hier haben bei Star Citizen, sind ja eher wirklich auf Gruppen, auf kleinere Gefechte angelegt, da geht es darum, dass man, Squadron Battle hat oder auch ein taktisches Shooter-Erleben bei Star Marine. Eine Massenlobby, wo jetzt halt Leute ständig rein und rausgehen würden, da hätte quasi keiner was davon. Mhm. Am Ende des Tages, da hätte man auch kein taktisches Gameplay mehr. Was sie auch noch gesagt haben, ist, dass tatsächlich das System, das neue Lobby-System so aufgebaut sein soll, dass wenn alle Instanzen voll sind, dass dann direkt ein neuer Server bzw. neue Instanzen halt angeboten werden. Genau, und darum hoffen wir eben auf ein vor allem lagfreies Spielerlebnis dann in Bezug auf die Simulation mit 2.6. Ja, und da gab es auch bei Around the Verse noch weitere Updates zu, nämlich da ging es dann aber eher wirklich um die Gameplay-Facts an sich, nämlich ums Lightning, und also Lighting, so rum, sorry, Lightning sind die Blitze, Lighting und da das Design für den FPS-Modus. Und das ist gerade da besonders spannend, weil sie haben gesagt, je nachdem, welche Umgebung ja quasi eine Map darstellt,
werden sich die Lichtverhältnisse ändern. Und es ist so, dass man dann eine Umgebung haben kann, wo man Feinde sehr gut differenzieren kann, und dann gibt es Umgebungen, wo man Feinde ganz schlecht differenzieren kann, wo es halt tiefere Schatten gibt, wo du das Gefühl hast, okay, du hast flackernde Lichtquellen, die dich vielleicht blenden können, oder du hast gar keine Lichtquellen, oder du hast sehr unregelmäßiges Licht, du hast Schlagschatten. Es wird ein großes Spektrum geben an Bereichen, die man als Spieler taktisch dann auch ausnutzen kann. Also ganz im Sinne der Guerilla-Kriegsführung oder asymmetrischen Kriegsführung kann man sich da natürlich in eine Schattenzone stellen oder den Gegner in einem Bereich erwarten, wo man weiß, da lenken ihn Lichtquellen ab. Ja, oder gerade in Bezug auf diese Echo 11 Station, die also diese Piratenstation ist, die auch bei Star Marine dann vorkommen soll, könnte man eben als auch gegenteilig ausnutzen, zum Beispiel indem man in einen tiefdunklen Bereich, wo sich alle dran gewöhnt haben, dann eine Flashbang-Granate reinschmeißt und auf einmal sind alle richtig geblendet. Das ist der Sinn. Also tatsächlich diese Lichtsituation so auszunutzen, dass sie für den Spieler erlebbar und spannend sind. Und außerdem, dass man sich auch gut auseinanderhalten kann. Das hatten sie nämlich auch dazu gesagt. Also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Mhm. Tatsächlich auch gerade das taktisch halt vorzubereiten und sich da einen Plan zusammenzulegen. Und es wird sehr gruselig. Ja, das bestimmt. Also gerade auch so halb zerstörte Stationen, ja, oder eine Idris, die halt, ja, irgendwie gerade, wo die Sprengeranlage an ist, haben wir auch schon mal gesehen. Das wird auf jeden Fall gruselig. Richtig creepy, ja. Ja, von da aus geht's dann auch schon weiter, nämlich zu Reverse the Verse. Da war auch nochmal der Fokus auf Animations und KI, wobei wir uns da ganz was Interessantes rausgegriffen haben, nämlich die Interaktion von NPC zu NPC im Spiel an sich. Tja, und es ist nämlich genau so, dass man halt davon ausgehen kann, dass die NPCs weiter agieren und dass sie nicht halt, sag ich mal, da ist jetzt nicht so ein Quest-Master, der da irgendwo steht und wartet, oder so ein Ogre mit einer Axt so, und wenn man hinläuft, dann wird er aktiviert und fängt an loszuschlagen. Das ist sozusagen nicht die Idee bei Star Citizen, sondern diese NPCs sollen auch agieren, miteinander halt interagieren, wenn kein Spieler da ist und sie quasi ja triggert. Ja, das bedeutet, dieses alte Beispiel, was gibt es einen Sound, wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner hört es? Dass es mit den NPCs interagieren, die auch miteinander, wenn kein Spieler da ist, um es zu bezeugen, ja, genau das soll der Sinn sein. Die Uhr läuft weiter, die NPCs machen weiter, gehen ihrer Arbeit nach und werden nicht nur einfach getriggert. Es soll allerdings solche Momente natürlich auch geben, wo es einfach storyrelevant ist, dass dann jemand da steht, der vorher da nicht gestanden hat und da auftaucht. Ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man sich überlegt, dass 90% tatsächlich NPCs sind, die das Verse bevölkern. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst hätte man immer den Eindruck, dass sobald ein Spieler nicht da ist, das ganze Verse stehen bleibt. Und das soll halt genau nicht passieren. Genau, das Einzige ist, euer Ego muss es verkraften, dass ihr als Spieler nicht das Zentrum des Universums seid. Das Universum ist das Zentrum. Aber fand ich eine coole Information, wollten wir auf jeden Fall dazu packen. Ja, und natürlich auch, dass dazu gehört, dass viel mehr Gesten mit eingesetzt werden, dass auch wirklich so Emotes und Emojis reinkommen in das Spiel, damit ihr diese Gesten geben könnt. Wie individuell die werden, können sie jetzt noch nicht sagen. Da ist ein großer Animationsaufwand dahinter und das Design-Team gibt im Endeffekt vor, was passiert. Die müssen auch so ein bisschen das Spektrum abstecken, ja, wie viel jetzt wirklich gebraucht wird. Ja. Ich meine, es sind jetzt schon sehr, sehr viele drin. Ja. Ja, ich denke, die meisten von uns kennen die gar nicht alle. Ja, das denke ich auch. Und vor allem, wenn sie jetzt noch ein bisschen einfacher werden, sodass man sie wirklich mit einer Taste anwählen kann und nicht irgendwas noch in den Chat eingeben muss, dann wird es sowieso auch spannender, sie zu benutzen. Von da aus gehen wir auch weiter von Reverse the Verse dann nämlich zum Loremaker's Guide to the Galaxy. Und da, den haben wir diesmal jetzt mit reingenommen, weil SCB da eine schöne Übersetzung angefertigt hat. Und zwar vom Leer-System. Ja, und wo kommt das Leer-System schon mal vor? Tja, das kennen wir alle sehr, sehr gut von der prozeduralen Rendering-Präsentation. Das war das System, da gab es auch schon Fragen zu aus der Community. Wie kann er da ohne Helm rumlaufen, weil er hat ja keine, ist ja als ja nicht lebens, wie nennt sich das, lebensfreundlich klassifiziert. Mhm. Aber schaut es euch an, auf SCB ist auf jeden Fall mit spannenden Informationen gespickt. Ja, schön übersetzt und das kann man also wirklich dazu sagen. Leer 3, glaube ich, ist es, der Planet, den wir da gesehen haben. Das ist aktuell der bekannteste Planet aus dem Star Citizen-Universum, haben sie dazu gesagt, weil es der einzige ist, den man schon mal vollständig gesehen hat. Darum schaut rein, es ist der erste und von daher sicherlich ein gutes Beispiel dazu. Und die Jungs von SCB haben sehr, Jungs und Mädels, Verzeihung, haben sehr, sehr gut übersetzt. Ja, und von da aus gehen wir dann nochmal weiter zu Rustys Tipp der Woche, würde ich sagen. Da gab es nämlich auch was Interessantes. Ein ganz anderes Sternensystem hat sich Rusty da vorgenommen. Und da geht es um Tamsa.
Ein Planet, der gruselig ist. Ich überlege gerade. Stern, nicht. Vorsicht, ein denn Stern. Es ist dieser Wunder, der kein Stern ist, sondern es ist das schwarze Loch, was in der Mitte sitzt von Tamsa. Das ist, glaube ich, das interessanteste Sternensystem für alle Explorer und ich glaube, da werden viele Charaktere am Anfang. Aber es heißt doch auch Tamsa-System, oder nicht? Ja, ja. Nach richtig. Der Sonne, also nach dem Zentralgestirn, genau. Was dann ein schwarzes Loch ist. Genau, so ist es. Ja, richtig. Und es ist ziemlich, also ich glaube, viele Explorer werden dahin aufbrechen, sich das angucken und viele werden nicht zurückkommen, weil sie zu nah an den Ereignishorizont geflogen sind. Ich würde sagen, ich nehme da einfach Leute mit, die ich dann vorschicke, so als bemannte Drohnen. Wie wär's einfach mit unbemannten Drohnen? Ach, das ist so oldschool. Muss ja ein bisschen Spaß dabei sein. Schaut's euch an, er hat also auf jeden Fall das schön zusammengefasst. Und außerdem, wenn ihr wollt, guckt doch mal in unsere Episode rein. Da hat Cecilia nämlich damals zu dem Galactic Guide ein Voice-Over gemacht. Das heißt, das könnt ihr euch anhören nochmal. Wie ist das Tamsa-System aufgebaut? Wie kam es überhaupt dazu? Seit wann ist dieses schwarze Loch da? Und was wird man da vielleicht erleben und finden können? Das war nämlich auch schon in dem Guide mit drin. Ja, und ich würde sagen, das führt uns zu unseren Videos dann. Absolut. Wir haben letzte Woche tatsächlich auch mal wieder mit Schiffsfolgen angefangen. Es ist so, wir haben da lange Zeit pausiert, weil uns halt immer wieder die ganzen Specs, ja, sag ich mal, von der Schippe gesprungen sind, weil ständig Updates kamen, weil es Spekulationen gibt im Forum, weil man mal hier und da was von Ballistic findet, was halt wieder die vorigen Informationen revidiert. Deswegen haben wir jetzt die Schiffsfolgen gelauncht. Ich weiß, ihr findet die zum Teil relativ kurz, aber wir halten die jetzt erstmal so kurz und bündig und reden wirklich über die Rolle des Schiffes und lassen die Specs erstmal außen vor, bis wir, sag ich mal, von der Spieleentwicklung her einen Zustand erreicht haben, wo man sich auf diese Werte verlassen kann und wo die wirklich eine Referenz angeben. Ja, und versteht uns nicht falsch, wir diskutieren unglaublich gerne über Specs und wir stellen auch gerne Schiffe gegenüber, aber aktuell gibt es keine Vergleichbarkeit, nichts, das wir in diesem Sinne euch so geben können, dass wir sagen, wir müssen es nicht alle zwei Wochen neu drehen. Wir haben aber dafür sehr, sehr schöne Bilder für den Schiffen aufnehmen können. Da haben wir jetzt einmal die Gladiator, den taktischen Bomber vorgestellt. Ist, glaube ich, wirklich mit den Lichteffekten sehr, sehr hübsch geworden. Und dann haben wir auch nochmal die Lion Core für euch, weil die ist auf jeden Fall für viele Einsteiger ein absolutes Herzensschiff. Ja, so kann man das sagen, inklusive mir. Ich finde, das ist ein total schönes Schiff und ich finde, sehr, sehr schöne Episoden geworden. Ich finde auch nochmal so diese Retrospektive, wie ihr zwei da sitzt, Dosa und du, und euch da wirklich über diese Schiffe unterhalten, sehr, sehr schön. Von daher, guckt mal rein und wie das werden Beginn, wir jetzt weiterfolgen. Wie zu Beginn unserer genau, Zeit, ne? Ja, genau, das stimmt. So ist es. Darum fand ich echt cool. Und ja, das werden wir jetzt mal fortsetzen und vor allem wichtig, hier geht es wirklich um Schiffe, die schon im Spiel sind, ne? Also absolut, die man wirklich zeigen kann. Also wir reden auch darüber, wie die sich verhalten, wir reden auch über das Flugverhalten, aber halt eben ohne Zahlen. Ja, jetzt kommt das neue Flugmodell, da wird sowieso nochmal kräftig an der Schraube gedreht. Also versteht das bitte, Zahlen, wir versuchen eigentlich fast alle Zahlen rauszulassen, weil das hat uns unsere Erfahrung so beigebracht. Ja, so ist es, ja. Von da aus gehen wir weiter. Es gab dann einen GameStar-Artikel, in dem ich interviewt wurde und wo wir allesamt mal ein paar Antworten geben sollten zu der Situation nach der CitizenCon 2016, wo ja doch viel durch die Community ging, viel positiv, negativ und vor allem die Leute insbesondere aufgebracht waren. Und da haben wir ein paar Antworten gegeben für dem, was unserer Meinung nach so die Quintessenz aus allem ist. Schaut doch da mal rein, lest mal rein, gebt uns ein bisschen Feedback dazu. Absolut. Sehr, sehr spannende Frage. Auch uns beschäftigt die. Und wir sind da auch gerne bereit, auch mal selber ein bisschen kritisch zu argumentieren. Ja. Ist uns sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir natürlich noch von dem Hörbuch eine weitere Folge von Orbital Supermax. Folge Nummer 7 ist an den Start gegangen. Jawohl. Und für alle, die warten darauf noch, weil sie sagen, okay, ich will es erst hören, wenn es fertig ist, wir planen auch das Ganze dann als Gesamthörbuch am Ende nochmal für euch verfügbar zu machen. Wahrscheinlich nicht auf der YouTube-Plattform, aber vielleicht auf einem anderen Kanal oder über Download. Wir sind noch am Überlegen, wie wir das dann machen. Genau, wir suchen da noch was zusammen, sodass es eben nicht mehr, dass man nicht mehr nur die Playlist anhören muss, sondern dass man wirklich auch das Ganze insgesamt kriegt, ohne Unterbrechung, große zwischen den Kapiteln. Dann da werden wir uns dann auf jeden Fall noch mit euch in Verbindung setzen und euch sagen, wie es geht. Ich habe mich so ein bisschen das Gefühl, es warten wirklich so ein paar da draußen, die sagen, ach, ich habe keinen Bock, immer abzusetzen und wieder neu anzufangen. Kann ich auch verstehen. Ist ja auch sinnvoll, wenn man das alles in einem hören wird und viele Leute, Hörbücher, Autos und so, ne? Das möchte ich die Reise mitnehmen. So ist es. Das werden wir für euch machen, wie auch immer wir es dann technisch lösen, aber das werden wir euch auf jeden Fall bekannt geben. Ja, und damit kommen wir zum Abschluss noch direkt zu Interaction und das war sehr, sehr amüsant diesmal. Da gab es einen wunderschönen Wettbewerb bei RSI, ja, den Aspiria
Brawler Contest, Art Contest, wo es hieß, nur einfache Zeichenmittel benutzen, ja, sowas wie Paint. Und es hat sich in der Community so ein bisschen verselbstständigt und da hatten wir euch 5 Bilder präsentiert, wo ihr halt unter den Titeln Rosa Strohhalm, Rote Rakete, Wuga Wuga, Ben's Boarding Party und I'm a Corvette, ja, konntet ihr bei Google Plus abstimmen, was euer Lieblingsfavorit ist von diesen 5 Nominierten. Ja. Rausgekommen ist auf jeden Fall, dass der Rosa Strohhalm, übrigens die Titel sind alle bei Dozer, ja, total gut, der hat gewonnen mit 37%. Das war ein ziemlich harter Kampf, alle haben Stimmen bekommen. Das nächste war die Rote Rakete mit 24%. Die war eigentlich mein Favorit, so muss ich sagen. Ja, den habe ich geliebt. Genau, Wuga Wuga, was auch immer das bedeuten sollte, war dann mit 22% knapp auf Platz 3. Platz 4 war dann Ben's Boarding Party, die kleine Paint-Montage, die da vorgenommen wurde, mit 13%. Und I'm a Corvette hat am wenigsten beeindruckt mit 4%. Und übrigens, abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt zu Star Citizen. Natürlich liked und disliked die Episode, schreibt uns weiterhin nette Kommentare. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil. Denn da ist jetzt auch ganz, ganz viel los. Schon ab $1 könnt ihr uns da unterstützen und kriegt schon viele, viele Inhalte mit dazu. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal verabschieden sich Weezen und Sawyer mit einem gemeinsamen See you on the flight deck! Und jetzt gehen wir Prowler mal.